Zukunft Steuern. Updates der BSTBK. Der Podcast über die Steuerberatung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Claudia Kalina Kerschbaum. Heute geht es um das Thema Kanzleiübergabe. Was sind die Fallstricke? Worauf sollten Steuerberaterinnen und Steuerberater achten? Und heute zu Gast? Heute begrüße ich in unserem Podcast ganz herzlich Herrn Dr. Markus Wollweber. Herr Dr. Wollweber ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht in einer hochspezialisierten Steuerrechtskanzlei in Köln und dort auch als Partner tätig. Er ist ausgewiesener Experte zu allen Fragen rund um die Kanzleiübergabe. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wollweber. Hallo, Frau Kalina Kerschbaum. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Herr Dr. Wollweber, starten wir doch gleich in das Thema. Eine Kanzleiübergabe ist ja nicht von heute auf morgen umsetzbar. Das ist ja, da wird ein Lebenswerk übertragen, da spielen auch viele Emotionen eine Rolle. Das ist ganz klar. Das ist ein Prozess, den muss ich gut vorbereiten. Wie kann denn so eine geordnete Kanzleiübergabe ablaufen? Wie geht man das strukturiert an? Also die Kanzleiübergabe ist ja einer der drei, vier wesentlichsten wirtschaftlichen Prozesse, die im Leben einer Steuerberaterin oder Steuerberater stattfinden. Und genau mit einer solchen Weitsicht und aber auch mit einer solchen frühzeitigen Planung muss man das angehen. Da ist es immer sehr gut, wenn man sehr frühzeitig eben, ich sage nicht nach Fristen, aber nach einem gut geplanten Zeitkorsett plant. Man muss auch immer im Blick haben, dass ja daneben das Tagesgeschäft läuft, das einen gerade bei dieser wichtigen Planung nicht auffressen sollte, sondern dass man sich eben genug Zeiten einplant, wo man mit der Vorstrukturierung eben sich befasst, überlegt, was will ich überhaupt? Will ich verkaufen? Will ich vielleicht in der Familie übergeben? Und wenn ein Verkauf ansteht, dann steht natürlich als nächste Frage im Raum, erstens, vielleicht können wir da später auch noch was zu sagen, wie viel ist das überhaupt wert? Und zweitens, kann ich eben durch eine gewisse Reorganisation oder Optimierung meiner Arbeitsabläufe oder sei es im Bereich des Mandantenstamms eben eine nachhaltige Wertsteigerung in meinem Unternehmen, also in meiner Steuerberatereinheit, herbeiführen. Vielleicht gibt es ja auch so einen gewissen Stau, das ist gar nicht selten, von Transformationsprozessen, die man so vor sich hergeschoben hat, sei es nun in der Zusammensetzung der Arbeitnehmer, sei es das Thema, dass man am einen oder anderen Ende eben in der Digitalisierung, in Anführungsstrichen, noch ein bisschen hinterherhinkt. Das sind Themen, die sollte man sich wirklich sehr bewusst als To-Do hochholen, um dann das eben auch projektbezogen angehen zu können. Und ganz am Anfang eines solchen Prozesses ist es nicht selten so, dass ich noch gar keine konkrete Person eines Praxisübernehmers vor mir habe. Das kann natürlich sein, wenn ich beispielsweise die gute angestellte Steuerberaterin oder den Steuerberater habe, der eben in den Startlöchern steht, um die Einheit käuflich zu erwerben. Aber es kann genauso sein, dass ich beispielsweise mich erst auf die Suche machen muss. In beiden Fällen rate ich dringend, sich losgelöst von der Person, die einem möglicherweise konkret vorschwebt, einmal ein Wunschbild zu malen von Berufsqualifikationen, die möglicherweise notwendig mitgebracht werden müssen, vielleicht aber auch als Add-on zusätzlich mitgebracht werden sollten, damit es gelingt, eben den Mandantenstamm und die Praxis eben gut zu übergeben und dann auch in der Nachfolge oder in der Ägide des Käufers eben gut betreuen zu können. Und dann ist es dann sozusagen, wenn man seine Vorarbeiten gemacht hat, eben daran, die Sache konkret zu machen. Gerade wenn man dann einen Übernehmer gefunden hat, empfehle ich immer, das in einer Absichtserklärung oder wie man neudeutsch sagt, in einem Letter of Intent zusammenzufassen. Wie soll die Transaktion, die Übertragung erfolgen? In welchem Zeitfenster? Welche Unterlagen sollen zur Verfügung gestellt werden? Ganz wichtig bitte, immer an die Verschwiegenheitspflicht denken. Sie dürfen, bevor die Mandanten nicht zugestimmt haben, keine mandatsbezogenen Daten überlassen, auch noch nicht mal im Vertrag.
da würden Sie möglicherweise sogar in strafrechtliche Untiefen kommen. Ganz wichtig, aber eben in so einem LOI oder Letter of Intent eben den Ablaufplan formulieren, möglicherweise auch schon den Kaufpreis oder die Kaufpreisformel. Und ja, dann geht es in die Verhandlungen. Und da möchte ich nochmal an das erinnern, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist wahrscheinlich einer oder vielleicht der wichtigste Vertrag, den Sie in Ihrem Leben unterschreiben vom wirtschaftlichen Gehalt. Da tut es in der Regel gut, ohne jetzt Eigenwerbung betreiben zu wollen, das anwaltlich begleiten zu lassen. Denn da sind ja nicht selten Garantiefragen mit betroffen, zivilrechtliche Fragen und. Da glaube ich, dass man wegen der Ernsthaftigkeit des Anliegens eben gut beraten ist, wenn man sich hier begleiten lässt. Ja, und dann gehen die Sachen über, kommt darauf an, was Sie überhaupt verkaufen, ob das Ihre Einzelpraxis ist, die dann eben als Sachgesamtheit verkauft wird. Da sprechen wir dann von einem sogenannten Asset Deal, oder Sie verkaufen GbR-Anteile, Partnerschaftsanteile oder Anteile eben beispielsweise einer Steuerberatungs GmbH oder GmbH und Co. KG. Dann reden wir vom Share Deal. Je nachdem, wie das dann aufgezogen ist, ist hier eben darauf zu achten, dass dann der Vertrag auch passend ist. Berufsrechtlich, das ist vielleicht noch ganz interessant für Sie hervorzuheben, sind Sie eigentlich gehalten, den Entwurf des Übertragungsvertrages vorab der Kammer vorzulegen, diesen sozusagen im Entwurf anzuzeigen. Ja, und dann ich möchte gar nicht zu viel über die Vertragsklauseln reden, aber einer der Kernbereiche neben der Kaufpreisformel ist jedenfalls aus Sicht des Käufers dann eine gute und insbesondere wirksam vereinbarte Wettbewerbs- oder Mandantenschutzklausel. Denn machen wir uns nichts vor, das, was wir verkaufen, sind zwei Dinge. Wir verkaufen einen guten Mitarbeiterstamm und wir verkaufen einen Mandantenstamm. Alles andere ist in der Regel von absolut untergeordnetem Wert. Und für beides hat der Käufer, wenn er da einen sechs- oder siebenstelligen Betrag zahlt, ein eminentes Interesse, dass dies, was er kauft, dann auch vor dem Zugriff des Verkäufers nach dem Kauf geschützt wird. Da muss man eben anwaltlich Hirnschmalz reinlegen. Da kriegen Sie in der Regel einen Schutz nachvertraglich von ungefähr 2 Jahren hin. Für beide vorher wichtig auch, dass der Kaufpreis finanziert werden kann. Der Käufer sollte sich also frühzeitig um eine Bankfinanzierungszusage kümmern, wenn bankenseitig finanziert werden soll. Für den Verkäufer ebenso wichtig, dass er sich frühzeitig mal eine Finanzierungszusage seines Kaufinteressenten zeigen lässt, denn wenn dort keine Finanzierungsfähigkeit vorliegt, kann man sich die ganze Mühe sparen. Für die Finanzierungszusage braucht man relativ viele Unterlagen, Jahresabschlüsse, Steuerbescheide und, vielleicht auch eine gewisse Beschreibung der Kanzlei. Da wird also die Bank dann in der Regel mit einem Fragenkatalog auf den Kaufinteressenten zukommen. Und da ist dann zum Teil auch eine Mitwirkung des Verkäufers erforderlich. Bitte auch da immer auf die Verschwiegenheitspflicht achten. Ja, dann kommt zum Vertragsabschluss. Wenn es fremde Dritte sind, wird man den Verkauf oder den Kaufgegenstand häufig nur aufschieben bedingt gegen Kaufpreiszahlung oder jedenfalls aufschieben bedingt gegen Zahlung der ersten Rate übergehen lassen für den Verkäufer. Wenn danach noch Raten übrig bleiben, nicht selten wichtig, wie die abgesichert werden. Und ja, dann wird die Kanzlei oder die Gesellschaft eben in neue Hände gelegt und nicht selten ist dann da eine überleitende Tätigkeit des bisherigen Inhabers gewünscht. Bitte achten Sie da auch drauf, dass Sie, wenn Sie da nur noch als freier Mitarbeiter tätig sind, als Übergebender, gar nicht mehr beteiligt sind, achten Sie darauf, dass da kein Gewerbesteuerrisiko entsteht und achten Sie bitte auch darauf, wenn Sie einen halben Steuersatz in Anspruch nehmen wollen, dass Sie den durch Ihre Mitarbeit sich selbst nicht zerschießen. Herr Dr. Wolweber, jetzt haben Sie schon ganz viele Aspekte angerissen und uns einen guten Überblick gegeben, was man da alles so beachten muss, wenn man sich überlegt, das Lebenswerk zu übertragen. Auf einzelne Punkte können wir vielleicht noch mal ein bisschen näher eingehen. Sie haben das schon angesprochen, man muss sich überlegen, welchen Nachfolger will ich denn haben, wie soll der ungefähr aussehen? Nun ist es idealerweise vielleicht so, dass man die eigenen Kinder hat und die da auch schon über Jahre herangeführt hat. Wenn ich die aber nicht habe, wo finde ich denn einen Nachfolger?
Ja, also es gibt unterschiedliche Quellen, wie ich da vorgehen kann. Es gibt ja zum Teil von den Steuerberaterverbänden, aber auch von den Kammern und auch von den Bundessteuerberaterkammern eben unterstützte oder jedenfalls verlinkte Unternehmensbörsen oder eben Steuerberaterbörsen, wo sowohl Kauf- als auch Verkaufinteressenten ihre Anliegen online stellen können. Daneben gibt es eben auch die normal gewerblich tätigen Unternehmensmakler, an die man sich wenden kann. Und ja, daneben gibt es relativ profan, aber so kommt sowas häufig auch zustande, eben die Möglichkeit, die sozusagen normal regional vorhandenen Netzwerkkontakte eben zu nutzen, sei es eben Netzwerke über die Verbände, über die Kammer, über sonstige sozusagen Organisationen, um hier einen Erstkontakt herzustellen. Vielen Dank. Also da gibt es schon sehr unterschiedliche Möglichkeiten, doch einen Kanzleinachfolger zu finden. Ja. Jetzt habe ich den gefunden und jetzt frage ich mich, was ist denn meine eigene Kanzlei eigentlich wert? Maßgeblich ist da sicherlich der Mandantenstamm. Sie haben das schon auch angesprochen. Verschwiegenheitspflicht haben Sie angesprochen. Da kann man also auch gar nicht so offen drüber reden. Wer sind denn meine Mandanten? Nee, das unterliegt alles der Verschwiegenheit. Aber wie komme ich denn dann zu einer Wertermittlung für meine Kanzlei? Ja, also erstmal vorab großes Lob an die Bundessteuerberaterkammer, die ja seit vielen Jahren den Leitfaden zur Bewertung von Steuerkanzleien herausgibt. Damit kann man wirklich sehr gut sich einfinden. Dort werden unterschiedliche Methoden auch den Steuerberaterinnen und Steuerberatern an die Hand gegeben. Das althergebrachte Verfahren, was allerdings nicht mehr als favorisierte Methode vorgestellt wird, ist ja die sogenannte Umsatzmultiplikatorenmethode. Da sehe ich also typischerweise aus den letzten 3 Jahren den nachhaltig erzielbaren Umsatz der zu veräußernden Einheit ermittle und dann eben mit einem Multiplikator zwischen 0,8 bis 1,4 eben multipliziere, um dann erstmal einen indikativen Wert zu haben für den Wert meiner Praxis. Wobei da natürlich der große Hebel insbesondere in der Frage liegt, welchen Multiplikator ich anwende. Da gibt es natürlich dann große Argumentationsmöglichkeiten für beide Seiten. Einer der Hauptindikatoren ist sicherlich, wie viel Gewinnrendite kommt denn aus dem Umsatz raus? Wie ist aber auch die Altersstruktur der Mitarbeiter, wie ist die Wettbewerbsstruktur in der Örtlichkeit, wo die Praxis liegt, wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten, wie viel Umsatz hängt möglicherweise an dem Abgebenden und kann nicht ohne weiteres transferiert werden und, und. Das heißt, da pendelt man sich eben dann häufig ein. Oder aber, und das ist das eben in dem jetzigen Leitfaden favorisierte Verfahren, man wendet eben ein Discounted Cashflow-Verfahren an nach dem Standard des IDW, sogenannte IDW S1-Standard, ist ja eigentlich mal entwickelt worden zur Unternehmensbewertung von Kapitalgesellschaften. Dann gab es vom IDW eben die Leitlinien zur Bewertung von KMU und daraus ist dann eben unter maßgeblicher Mitwirkung des entsprechenden Ausschusses bei der Bundessteuerberaterkammer dann der Leitfaden hier im Hinblick aufs IDW S1-Verfahren für die Steuerberater entwickelt worden. Ganz kurz, weil das natürlich ein sehr komplexes Verfahren ist, dort wird eine 5-Jahres-Zukunftsplanung aufgrund einer integrierten Jahresplanung eben zugrunde gelegt und dort wird dann für die nächsten 5 Jahre aufgrund dieser integrierten Jahresplanung die Rendite nach Ertragssteuerbelastung bewertet und dann eben mit einem Kapitalisierungszinsfuß eben verrechnet und der setzt sich dann wieder aus dem allgemeinen Zinssatz und dann eben der Risikoprämie zusammen. Und da ist es eben eine der Kernaufgaben dann im Rahmen des Risikoaufschlages eben die besondere Komponente zu finden, die das Risiko des konkret zu übertragenen Steuerberatungsbüros einfängt, der sogenannte Beta-Faktor. Ja, da geben die Leitlinien gute Hinweise, wobei, wenn man da wenig mit IDW S1 zu tun hat, das möchte ich auch in aller Offenheit sagen, wäre es wahrscheinlich eher angezeigt, dies mit einem Wirtschaftsprüfer oder sonst einem Unternehmenswerter zu machen, der dort eine gewisse Routine hat, weil die Hebel gerade bei dem Kapitalisierungszinsfuß, wenn da daneben gegriffen wird, also insbesondere beim Beta-Faktor, die sind sehr groß und dann können völlig in Anführungszeichen falsche Ergebnisse rauskommen. Vielleicht ein Tipp von meiner Seite, wenn man da dem Ansatz vom IDW S1 näher treten will, IDW S1 durchführen und zu versuchen, mit der Umsatzmethode zu verplausibilisieren und zusätzlich noch zu versuchen,
mit dem vereinfachten Ertragswertverfahren zu verplausibilisieren. Und wenn alle drei Werte in einer ähnlichen Range liegen, dann hat man doch schon eine gewisse Plausibilität, dass die Werte, die man gefunden hat, belastbar sind. Vielen Dank. Also auch hier ja kein ganz einfaches Vorgehen. Man muss sich ja auch mal beide Seiten anschauen. Für den Veräußerer ist es ja oft auch noch Teil der Altersversorgung. Er verkauft ja letztendlich da sein Lebenswerk und hat das sicherlich irgendwo in seiner Versorgung, Altersversorgung schon mit eingeplant. Und derjenige, der es erwirbt, will natürlich auch nicht zu viel zahlen und muss ja einfach auch schauen, wie kann es denn weitergehen mit der Kanzlei. Also von daher, gerade bei der Bewertung, da ist guter Rat sicherlich dann auch wichtig für beide Seiten, ganz wichtig. Sie hatten es eingangs schon angesprochen, bei einer Kanzleiübergabe macht es ja auch Sinn, eine gewisse Übergangsphase zu schaffen. Weil man muss ja nicht, man hat ja nicht nur den Veräußerer und den Erwerber, sondern man hat einen ganzen Mandantenstamm, man hat die Mitarbeiter und man muss es ja irgendwie auch geregelt überleiten. Wie viel Zeit sollte man denn dafür idealerweise einplanen? Ja, also das gibt es natürlich keinen absoluten Wert, ne? Aber eine Überleitungsphase von 6 Monaten bis einem Jahr halte ich eigentlich für sehr sinnvoll. Man muss gucken, eben, dass man da nicht in Gewerbesteuerrisiken kommt. Darüber hatte ich eben schon gesprochen, dass sozusagen der alte Chef nicht noch wie ein Mitunternehmer auftritt, ohne einer solcher zu sein. Das ist so eine kleine Falle, die es zu beleuchten gibt. Und zum anderen, wenn der Übergeber Mitunternehmer wäre, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, der könnte er sich möglicherweise einen halben Steuersatz zerschießen. Aber das ist so, meine ich, ein ganz guter Zeitraum, wo man dann eben da mitwirken kann. Manchmal werden auch Übergabezeiträume von 2 Jahren avisiert. Das ist aus meiner Sicht schon etwas überdimensioniert, weil solange der Altinhaber noch vor Ort ist, sind natürlich Mandanten und oder auch Mitarbeiter sehr versucht, ihren alten Chef immer noch anzusprechen. Und ich meine, auch durch die zeitliche Bemessung muss für alle von Anfang an transparent klar sein, das ist jetzt nur noch ein Mitwirken auf Zeit und der Neue, der hat schon den Hut auf und das soll auch so sein. Genau, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Steuerberatung ist natürlich immer schon sehr personenbezogen auch und auch Mandanten hängen natürlich so an ihrem Steuerberater und wenn sich das dann zu lang zieht, dann hat sicherlich der Erwerber irgendwo da einen schwereren Einstieg, als wenn man das ein bisschen kürzer gestaltet und dann auch ganz klar macht gegenüber Mandanten und Mitarbeitern. So, jetzt gibt's einen neuen Chef und der hat ja das Sagen, ganz genau. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Herr Dr. Wollweber, was muss man denn steuerlich eigentlich bei der Kanzleiübergabe noch beachten? Sie haben das zwischendurch immer schon mal wieder erwähnt, auch hier den halben Steuersatz hatten Sie angesprochen. Was gilt es denn dann sonst noch zu beachten? Ja, so halber Steuersatz, ne, wenn ich ein Einzelunternehmen oder eine Mitunternehmerschaft verkaufe, bin über 55 Jahre alt, kann ich ja einmal im Leben einen Antrag auf halben Steuersatz stellen. Wichtig ist, wenn ich dann Anteile habe, beispielsweise an einer GbR, ich muss sie alle verkaufen und grundsätzlich muss ich dann den Gewinn auch in einem Jahr zusammengeballt realisieren, um den halben Steuersatz zu haben. Und wenn ich dann Mandanten zurückbehalte, muss ich diese Geringfügigkeitsgrenze, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich alle kennen, achten, dass ich mit den zurückbehaltenen Mandanten weniger als 10% des Umsatzes wie zuvor vor der Veräußerung tätige. Ja, aus Sicht des Erwerbers, alles, was der oberhalb der Buchwerte zahlt, kann er eben sozusagen mehr oder weniger auf den Mandantenstamm als aktivierungsfähiges Wirtschaftsgut verteilen. Ist ja eigentlich eine 15-jährige Abschreibung über den 7.1 Satz 3 StG vorgesehen. Hier gängige Praxis bei den Finanzbehörden 4 bis 8 Jahre, 4 Jahre eher nicht, aber 6 Jahre Abschreibung werden im Wege der Sonderabschreibung akzeptiert. Was dann noch, man könnte ja stundenlang darüber reden, aber was mir ein Anliegen ist, eben auch ein Stück weit auf die Haftungsgefahren hinzuweisen oder wirklich die Sachen, die absolut zu vermeiden sind, weil man sie immer wieder sieht, nämlich insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien, die eben, wenn sie privat sind, beispielsweise über einen Ehegatten gehalten werden, grundsätzlich weniger das Problem, aber wenn sie beispielsweise vorher Betriebsvermögen waren, man die Immobilie jetzt nun zurückbehalten will und nur den operativen Betrieb verkauft, wenn man dann diese Immobilie ins Privatvermögen überführt, okay, kann man einen halben Steuersatz machen. Wenn man den aber vorher auf eine gewerblich geprägte GmbH und KKG überführt, dann eben die steuerliche Praxis
ohne Immobilie verkauft und dafür dann den halben Steuersatz in Anspruch nehmen will, da macht der BFH im Strich durch die Rechnung, Stichwort Gesamtplanrechtsprechung. Da wird man zwar dann die Immobilie zum Buchwert in die GmbH und Co. KG kriegen, aber nicht den halben Steuersatz. Das erzähle ich deshalb so ausführlich, weil wir machen hier bei uns in der Einheit eben auch viel Steuerberaterhaftungsrecht und leider haben wir immer wieder diese Fälle auf dem Tisch, wo diese Sichtweise der Gesamtplanrechtsprechung nicht gesehen werden wird. Das ist so ein bisschen zu den Veräußerungstatbeständen. Dann, was auch ganz interessant sein kann, wenn jemand ohne zunächst mal das große Steuern ausgelöst werden soll, aufgenommen werden kann in eine Einheit, also beispielsweise Sozietät oder Partnerschaft, obwohl er noch Geld bezahlt. Also normalerweise würde man denken, ja, wenn er Geld bezahlt, muss das auch irgendwie ein Veräußerungstatbestand sein. Aber wenn er sozusagen aufgenommen wird, kriegt meinetwegen ein Drittel GbR-Anteile als Neugesellschafter und zahlt aber auch ein Drittel des Wertes des Gesellschafts in das Gesellschaftsvermögen als Einlage, dann ist das jedenfalls aus Sicht der Altgesellschafter kein Veräußerungsgegenstand, wenn dann nicht wirtschaftlich das Geld sofort wieder in Altgesellschaftern zufließt. Das ist also gar nicht so unattraktiv, weil im ersten Schritt erstmal nichts sozusagen zu versteuern ist. Was soweit dazugehört, ist, dass dann die Ergänzungsbilanzen zu bilden sind und sich daraus über die Jahre ein gewisser Steuernachteil für die Altgesellschafter ergeben kann. Aber zunächst mal ist die große Steuerlast vermieden. Ja, Sie merken, ich könnte da stundenlang drüber erzählen, wollte nur mal so einen kleinen Einblick geben, was es da so an steuerlichen Klippen und Herausforderungen, aber auch Chancen geben kann. Ja, das waren ja schon einige, die Sie da genannt haben. Also es ist ja auch nicht nur das Steuerrecht, es sind wirtschaftliche, es sind gesellschaftsrechtliche, es sind berufsrechtliche Aspekte zu beachten bei dieser Kanzleiübergabe. So einige haben wir angerissen, lange nicht alle, aber ich glaube, es ist auch ganz deutlich geworden, dass man so einen Prozess wirklich gut planen muss und sich am besten auch gut beraten lässt. Das Ganze kann man ja dann auch als Chance sehen, ja. Wenn man sein Lebenswerk gut übergibt, dann kann man auch emotional besser damit abschließen. Das kann weg. Herr Dr. Wollweber, ich komme mal zur letzten Frage in unserem Podcast. Verraten Sie uns zum Schluss noch, was kann denn weg beim Thema Kanzleiübergabe? Ja, also wichtig ist aus meiner Sicht, dass man da mit einer gewissen Nüchternheit rangeht. Ich weiß, das ist ein hochemotionales Thema, denn genau wie ein sonstiger Unternehmer wird ja das Lebenswerk, in das viel Schweiß und Blut und Freude und Tränen hineingeflossen sind, an jemand anderes weitergereicht. Und die Nüchternheit, sowohl wenn die Übergabe in der Familie stattfindet, als auch an einen fremden Dritten, ist deshalb so wichtig, weil eines ist gewiss, der Nachfolger wird es garantiert anders machen. Er wird nicht die Persönlichkeit darstellen, die der Übergebende darstellt. Und dies ist eben jedenfalls, wenn auch der Neue mit seiner neuen Art zum Gelingen beitragen kann, eben hinzunehmen. Das heißt eben, dass man da mit einer Nüchternheit und dann soweit dieses Anderssein nicht eben zu einem Totalschaden führt, auch mit einer gewissen Großzügigkeit anzugehen, damit dies eben auch gelingen kann. Das ist vielleicht so einer der Tipps, die ich am Abschluss da mitgeben kann, jenseits aller vielen technischen Tipps, diese Nüchternheit und das Akzeptieren, dass der Neue es anders macht, das sind wichtige Grundparameter, damit dann eine solche Übergabe auch gelingen kann. Vielen Dank. Ein richtig guter Tipp zum Abschluss, die Emotionen rauslassen, wobei das wahrscheinlich auch das Schwierigste ist an der Stelle. Ja. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hätte ich noch zwei Hinweise der Bundessteuerberaterkammer. Den einen hat Herr Dr. Wollweber auch schon erwähnt. Das sind die Hinweise für die Ermittlung des Wertes einer Steuerberaterpraxis und es gibt aber auch Hinweise für die Praxisübertragung von der Bundessteuerberaterkammer, wo Sie schon mal auch weitergehende Informationen bekommen. Und im nächsten Jahr werden wir auch ein Halbtagesseminar zu dem Thema nochmal anbieten. Mit Herrn Dr. Wollweber als Referenten. Herr Dr. Wollweber, ganz herzlichen Dank für unser heutiges Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank für Ihre Einladung.